Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Schul ist cool in diesem Jahr, in dieser wir nun einen Blick nach Ips und zwar zum Ball des Schulzentrums werfen. Dort haben die Maturanten einen heldenhaften Abgang hingelegt, lautet doch das Motto From Zero to Hero. Getreu dem Motto von Zero to Hero war auch in diesem Jahr der Schulball des Schulzentrums Ips, also der Hack, Hasch und IT-HCL, mehr als nur gut besucht. Fernab der Stadthalle sorgte das Partyzelt, die Weinbar im Volksheim, das Café im Keller und vieles mehr für zufriedene Gesichter. Ja, ich bin so wie jedes Jahr stolz, was die Schüler da auf die Beine gestellt haben. Die Location ist perfekt. Sie haben wieder aus einem Raum etwas gezaubert, alleine hier in der Weinbar, was wirklich toll ist. Und ich glaube, da sieht man einfach schon das unternehmerische Denken. Und ja, wir sind eine berufsbildende Schule und das merkt man einfach. Und dann, wenn man sich zum Beispiel nur den Absolventenverein anschaut, die Absolventinnen und die Absolventen, wo die heute überall tätig sind. Ich habe erst vor einigen Wochen einen Termin gehabt bei der Austrian Airlines. Da hat man zum Beispiel der Forschungsdirektor gesagt, dass 11 Piloten von unserem Schulzentrum bei der AUA fliegen und so. Ja. Und wenn man dann sieht, dass da solche professionellen Berufe ausgeübt werden und die von unserem Schulzentrum kommen, dann ist es schon ein Zeichen, dass die Schule einen sehr hohen Stellenwert haben muss in den Bildungseinrichtungen. Und da freuen wir uns natürlich schon sehr als Staat, dass wir da als Schulerhalter auftreten können. Ob jung oder alt, die Partylaune steckte alle an. Auch die Erinnerungen an die Schulzeit selbst dürften für alle Gäste sehr positiv sein. Ich komme jedes Jahr gern wieder daher, weil es einfach eine geile Zeit war in der Schule. Ich fühle mich wirklich super, dass ich in der Schule war. Voll super, also ich bin eintags und das ist super. Naja, wir wollten heute einen schönen Abend verbringen, jetzt haben wir sie doch, fahren wir heute nach Ips und da ein Ball ist. Und der Besuch am Hackball ist einfach ein Muss. Also ich bin jetzt seit mittlerweile, ich glaube, 5 Jahren regelmäßiger Ballgast. Die letzten Jahre waren wir auch beruflich da, aber heute mal wieder privat. Und ich muss sagen, es ist wie immer Mordsgaude. Natürlich, man trifft viele alte Lehrer, viele alte Kollegen. Alles Leibwand, hätte ich gesagt. Ne? Was ist das für ein Life? Ne? Ein gutes, wie wir hoffen. Anhand der Gästeschar war auch die Praxisnähe und enge Verzahnung mit der Wirtschaft und den Entscheidern der Region feststellbar. So ein Maturaball einer Schule wie Ips hier ist für einen Bezirk auch immer etwas Tolles, weil nämlich da sieht man, was die Jugendlichen und jungen, heranwachsenden Menschen alles leisten können. Das sind die ersten Zeichen, was diese Damen und Herren, wenn man sie hier sieht, bereit sind, in die Gesellschaft einzubringen. Und da bin ich ehrlich gesagt stolz drauf und freue mich jedes Mal gern, wenn ich das miterleben darf. Ja, ich finde es wieder ganz großartig, vor allem was die Schüler da leisten und was sie noch leisten werden bei der Mitternachtseinlage, das ist gigantisch. Und auch ich bin, so wie der jetzige Direktor, sehr stolz drauf. Ich war ja auch 15 Jahre Direktor, zuerst 15 Jahre Lehrer, dann 15 Jahre Direktor. Und ich bin natürlich mit Herzblut verbunden mit der Schule. Ich freue mich über so ein Ereignis. Ich bin total begeistert. Die Schule in Ips gibt wieder ihr Bestes. Die Schülerinnen und Schüler, es ist eine gute Stimmung und es sind so viele Leute da. Es ist wirklich super. Die HAC oder HTL in Ips ist eigentlich die Schule oder die Grundlage für die Wirtschaft. Die Wirtschaft kann von dieser Schule eigentlich sehr viel partizipieren, weil sie ja dort die jungen Unternehmer und vor allem die Mitarbeiter kriegt, die eigentlich ausgebildet sind, die Grundahnungen haben, die vorbereitet werden für die Wirtschaft. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches Juwel in der Region, vor allem im Bezirk. Und die Wirtschaft im Bezirk kann sich nur glücklich schätzen, solche Schulen dort zu haben, vor allem mit solchen Lehrern, mit Direktoren, die sich um diese Maßnahmen so kümmern, die das alles so aufbauen. Und eigentlich kann man auf das nicht verzichten.
Zurück aber zur Party, Cocktails und vor allem die Frage, wer war der Hero der Besucher? Also mein Hero ist mein Freund Stefan Rottenschlager. Ich bin Team Ryan Gosling. Das Superman. Captain America. Wenn ich das herdenke an Sarah Connor, From Zero to Hero, das Liedl. Captain America. Ich würde sagen, aktuell Luke Cage, weil die Serie ist gut gemacht, kugelsicher, ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, wenn man sie ist. Das hat schon Stil. Jeder, der mitarbeitet, ist mein Held. Und ja, vielleicht Zero ist sogar ein bisschen untertrieben, weil wir fangen ja nicht bei Zero an. Aber es freut mich, wenn sich jeder Absolvent von uns oder Absolventin als Held, als Held sieht, als Hero sieht und passt. Ob Held oder nicht, es war eine rauschende Ballnacht. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Während es für die einen Richtung Schulabschluss geht, starten andere erst ihre schulische Laufbahn. Um sich ein bisschen Orientierung zu holen, bieten Schulen einen Tag der offenen Tür. Wir waren in der HTL Weidhofen an der Ips, wo sich der Schulalltag ganz transparent gezeigt hat. Für uns als Technikinteressierte alljährlich ein Highlight ist der Besuch der Tag der offenen Tür in der HTL Weidhofen an der Ips. Die HTL Weidhofen ist die Technikerschmiede des Ibstals. Wir bilden die Technikerinnen und Techniker für die Betriebe der Region aus. Und ich glaube, das, was uns besonders auszeichnet, ist einfach diese guten Kontakte zur Wirtschaft und auch, dass wir eine kleine familiäre Schule sind, wo der persönliche Umgang und das Miteinander sehr groß geschrieben wird. Von der Ausbildung her haben wir drei höhere Abteilungen. Das wäre erstens einmal die Abteilung Elektrotechnik, wo es also mit elektrotechnische und auch sehr intensive Informatik geht. Dann haben wir die Abteilung Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Das ist im Prinzip eine Mischung aus Maschinenbau und Wirtschaftsbereich. Und die Abteilung Maschinenbau Automatisierungstechnik. Das ist eine Maschinenbauabteilung, wo dann die Maschinen auch zum Leben erweckt werden, indem man die halt automatisiert. Das ist jeweils eine fünfjährige Ausbildung und endet mit der Reife- und Diplomprüfung. Wir haben dann auch noch eine vierjährige Fachschule für Mechatronik. Und nach 4 Jahren hat man die Möglichkeit, dann direkt ins Berufsleben einzusteigen als Facharbeiter. Oder man hat auch die Möglichkeit, einen 2-jährigen Aufbaulehrgang zu besuchen. Und man würde dann in Summe sozusagen nach 6 Jahren ebenfalls mit der Reife- und Diplomprüfung abschließen. Und die Besonderheit ist sicher, dass in diesen Aufbaulehrgang können auch Damen und Herren mit facheinschlägiger Vorbildung, also mit entsprechendem Lehrabschluss, die können auch in diesen Aufbaulehrgang einsteigen und so die HTL-Matura nachholen. Ob der praxisnahe und des technischen Backgrounds sind Absolventen der HTL in der ganzen Region heiß begehrt. Weit fortgeschritten sind auch die beeindruckenden Diplomarbeiten, die man präsentierte. Das ist unsere Diplomarbeit. Und zwar geht es um die Lorentzkraft. Das ist die Kraft, die fließt, wenn man durch einen Leiter Strom durchschickt, bildet sich ein Magnetfeld um die Leiter. Und ja, wir können es gerne demonstrieren einmal. Wir haben jetzt mit den Akkus unsere 3000 Ampere, die gingen über den Schandwiderstand, der ist von uns selber gemacht, also es ist der ganze Aufbau von uns selber gemacht. Ich komme vom Waldviertel und wir haben da ein Mädchen, also da sieht man es, was die Hand nur bis zum Ellbogen hat. Das Mädchen braucht eine Prothese, damit sie halt im Alltag auch andere Sachen machen kann. Und wir haben sie doch, durch das, dass wir einen 3D-Drucker haben, dass wir jetzt für sie Prothesen herstellen. Wir können die Prothese ständig neu ausdrucken. Also wir können die Pläne im Prinzip durch ganz einfache Parameter anpassen und können es größer machen und kleiner, wie wir halt wollen. Und durch das, dass wir es neu ausdrucken können, immer ist es mitwachsend. Und da drin sind jetzt sämtliche elektronische Komponenten, die von ihren Muskeln dann angesteuert werden. Und sie kann halt nach einer Greifbewegung ausführen. Auch das Schmieden ist keinesfalls out. Die Schmiede habe ich wirklich sehr cool gefunden und habe dort auch die Zeit gern verbracht. In den Labors haben wir sehr viele coole Projekte gemacht, gerade auch mit den ganzen Versuchsaufbauen war das auch immer sehr praxisnahe und das hat mir immer sehr gut gefallen, dass der theoretische Unterricht durch die Praxiserfahrungen unterstützt werden.
Also die Junior Company, das ist ein Projekt, das machen die Wirtschaftsabteilung in die vierten Klassen. Das ist, dass wir praxisnahe Erfahrungen sammeln, dass wir für das Berufsleben so gut wie möglich vorbereitet sind. Und wir haben dieses Jahr haben wir vier verschiedene Junior Companies und wir haben da die Firma Stark, dann Klangholz, Weinwood und Keypack. Ich persönlich bin von der Firma Keypack, wie man auf dem T-Shirt lesen kann. Und wir machen halt einen Schlüsselhalter, dass man den halt so sieht, das klappt man aus. Das zu den lästigen Schlüsselband halt ersetzen. Es schäbert nicht mehr so, es schert nicht so in der Hose. Es ist angenehm zum Einstecken. Die darf mal behaupten, dass es cool ausschaut auch. Unsere Lisa ließ sich natürlich auch einscannen, wie man sehen kann. Und zu Gast war auch der Arbeiterkammerpräsident. Mich interessiert grundsätzlich alles, was im Bereich Ausbildung ist und vor allem hier in der HTL in Waidhofen sieht man, dass es eine gewisse Kombination gibt und was mich besonders freut, dass es auch eine Kooperation gibt, was ich gerade vorher gehört habe, mit der neuen Mittelschule in Ipsitz, wo es einen Austausch gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, jungen Menschen die Perspektive zu geben in der Technologie, in den Fortschritt, den es jetzt eigentlich gibt. Ich sage nur Stichwort Industrie 4.0, wo auch jeder diskutiert, da passiert etwas, da entsteht etwas. Das Wichtigste ist, dass man jetzt den jungen Menschen die Chance gibt, dass sie in diese Richtung auch schulisch qualifiziert und entwickelt werden. Gerade in Waidhofen wird dies zweifelsfrei eindeutig bewerkstelligt. Auch die Schüler sind happy über ihre Zukunftsaussichten. Ja, jetzt die 5 Jahre werden mit April enden und ich habe es niemals bereut, dass ich dahergegangen bin. Ich habe sehr viele so coole Sachen gelernt und mit der Matura steht mir natürlich dann alles offen. Ich könnte arbeiten gehen, aber ich werde mich dann für ein Studium entscheiden. In welche Richtung das geht, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall technisch. Mit dem Abschluss stehen dann wirklich alle Türen offen. Ich überlege, ob ich studieren gehe, aber ich werde höchstwahrscheinlich arbeiten gehen in einer Firma. Wenn man Wirtschaftsingenieurwesen gemacht hat, ist man vielfältig einsetzbar. Also man kann im Einkauf arbeiten, man kann in der Produktion genauso wieder arbeiten, wenn einem das Werken taugt. Also verschieden, genauso Buchhaltung wäre auch möglich. Nach der Schule kann man natürlich als Projektmanager anfangen, zum Beispiel bei Welser oder Lietz. Man kann aber auch sich aus weiterbilden oder in die Richtung Mechatronik gehen als Automatisierungstechniker. Die Chancen sind natürlich offen und das, was einem interessiert, das wird man dann nachher verfolgen im Beruf. Und im Ipstal, da bietet das ja ziemlich viel. Ich bin Fußballer, also sprich Sportler, und durch das, dass das relativ schön passt, will ich mich fast fürs Lehramt entscheiden, also ich werde noch ein Lehrer, vielleicht sogar wieder an der HTL. Uns bleibt nur noch zu sagen, weiter so. Mit dem Einstieg ins höhere Schulleben geht auch gleichzeitig ein christlicher Brauch einher, die Firmung. Ein besonderes Fest für die Firmlinge hat die Salesianische Jugendbewegung beim Konfrontino-Jugendtag in der Pfarre am Stettenherz Jesu gefeiert. Fröhliches ist dabei Besinnlichem begegnet. In Form von Workshops und einer Präsentation wurde zudem über den Salesianerorden und das Volontariatsjahr informiert. Das Wort Konfrontino heißt eigentlich ein kleines Konfronto. Und Konfronto ist italienisch und bedeutet so viel wie Begegnung. Und diese Begegnung findet in Österreich immer wieder statt, wenn junge Leute in einer Salesianerpfarre oder in einem Salesianerhaus, wie zum Beispiel hier in Amstetten, andere Jugendliche aus ganz Österreich einladen. Warum kommen die zusammen? Die kommen zusammen, weil sie gerne einmal andere Jugendliche kennenlernen wollen, die als Christen leben wollen, die sich in der Pfarre engagieren wollen. Und das ist natürlich für Jugendliche mit 14, 15 Jahren etwas Besonderes, weil normalerweise werden sie gefirmt und dann verabschieden sie sich von der Kirche. Aber wir wollen ganz genau diese Jugendlichen auffangen. Und Konfrontino ist immer für Jugendliche in Amstetten etwas Schönes und Jugendliche kommen von überall her. Und ich kann das nicht versäumen. Ich bin immer dabei. Begegnungen gab es somit zuhauf an diesem Tag. Zudem die Pfarre Herz Jesu sowie die Salesianische Jugendbewegung nach Amstetten lud. Ja, also es gibt 5 verschiedene Workshops. Beim ersten wird über das Volontariat berichtet. Das zweite ist mit Don Bosco tanzen. Das dritte ist mit Don Bosco und Maria basteln, also kreativ sein. Dann wird über Don Bosco Österreich gesprochen.
Und das fünfte ist Glaubensleben mit Don Bosco. Das gemeinsame Basteln und Werken verband alle, wie man sehen kann. Ganz wichtig ist, dass man Don Bosco näher kennenlernt, dass man die Gemeinschaft spürt, wie der Don Bosco gearbeitet hat. Wir waren vor ungefähr 30 Jahren in Italien bei einem großen Jugendtreffen der Salesianer. Und dort war die Stimmung so gut und so interessant, dass wir in Österreich gesagt haben, wir wollen das für österreichische Jugendliche auch machen. Und seit ungefähr 30 Jahren gibt es dieses Confronto, wo Jugendliche selber was vorbereiten. Also nicht wir Salesianer, sondern die Jugendlichen selber. Darum ist das Team, das heute dieses kleine Confrontino macht, sozusagen ein Schnupper-Confronto, auch hauptsächlich aus Jugendlichen zusammengesetzt. Als Salesianer Don Boscos sind wir eingeladen, Jugendliche im Geist Don Boscos die Frohbotschaft des Evangeliums zu verkünden, zu zeigen, dass das Leben ist so schön, dass man das in viele verschiedene Gesichter entdecken kann. Eine der Gesichter der Schönheit des Lebens ist Confrontino, wo Jugendliche kommen, Spaß haben, zusammen tanzen, essen, beten und auch Gemeinschaft erfahren. Vom Feiern geht's retour zum Lernen. Im Schulzentrum IPS gibt es regelmäßig Unternehmertage, bei denen die Schüler direkt ins Geschehen schnuppern können. Wie Praxis in der Schule funktioniert, das gibt's jetzt. Fernab des Schulballs stand kürzlich auch ein Unternehmertreff im Schulzentrum IPS im Fokus. Unter den Vertretern der Wirtschaft konnte der Direktor auch zahlreiche altbekannte Gesichter ausmachen. Aufgrund unserer guten kaufmännischen und technischen Kompetenz, die wir in diesen beiden Schulformen der Handelsakademie und Handelsschule bzw. der HTL für Informationstechnologie vermitteln, haben wir es eigentlich in allen Unternehmen, die heute hier sind, ehemalige Schüler von uns, also Absolventinnen und Absolventen. Und es freut uns wirklich, dass die immer so gerne zurückkommen und unseren Schülerinnen und Schülern erzählen, was sie machen, welche Kompetenzen sie von der Schule brauchen, was ihnen geholfen hat, sehr schnell einen Arbeitsplatz zu finden. Wir haben neben einem Unternehmertag haben wir auch Studieninfotag. Da geben diverse Fachhochschulen auch Vorträge und so weiter. Und es ist ganz witzig, wie viel eigentlich gerade bei uns auch in IPS, in HAC und HTL dann jetzt in die Firmen sind und da jetzt vorbeischauen und uns das Ganze erzählen. Neben ehemaligen Absolventen waren auch sehr namenhafte Betriebe vor Ort. Man hat auch speziell damals die Möglichkeit gehabt, HTL oder HAC. Ich habe damals die HAC besucht und habe ein breites Wissen mitgekriegt im kaufmännischen Bereich, habe dann weiter studiert und dann im Prinzip meine Karriere hier im Bezirk Scheibs dann gemacht. Wir sind eine Gruppe aus IT-Technikern. Ich habe Netzwerktechnik gemacht da. Sind für den Produktionsstandort Wieselburg zuständig, damit da alles reibungslos funktioniert und im Netzwerkinfrastruktur und Support der ganzen neuen Montagelinien, was bei uns kommen und Projekte. Natürlich ist überall viel IT und EDV vorhanden. Ja, also ich habe durch das Mentoring-Programm, was die HAC anbietet, schon in die Raiffeisenbank hineinschnuppern dürfen und habe mich eigentlich schon im Matura-Jahrgang im September beworben. Habe dann dort ein Assessment Center durchgeführt mit Aufnahmetests und Aufnahmegespräche und habe im Oktober dann schon die Zusage gehabt, dass ich im Juni anfangen habe können. Ich habe mich direkt während dem Bundesjahr noch bei Fadersoft beworben in einem einzigen Unternehmen und dort bin ich gleich genommen worden. Ja. Ich habe eigentlich direkt einen schönen Einstieg gehabt, da ich damals eine einmonatige Ausbildung auch in der Firma gekriegt habe. Ja, und das hat den Einstieg natürlich sehr erleichtert. Selbstständigkeit, Praxisnähe und Selbstmanagement scheinen die richtigen Ecksteine für eine künftige Karriere zu sein. Wir versuchen, die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse an zu steigern und zu fördern. Das heißt, es ist uns gelungen, durch eine Unterrichtszeitverkürzung
Zeiten freizuschaffen, wo sich unsere Schülerinnen und Schüler je nach ihren Stärken oder Schwächen selbstständig, eigenverantwortlich weiterbilden können. Wir haben ein neues Schulsystem hier in Ips mit Individualisierungseinheiten. Und jetzt haben wir das in Form von einer Webseite gemacht. Sprich, die Schüler haben eine Kalenderansicht, wo sie die ganzen Tage haben. Und da können sie sich dann super eintragen und die Stunden dann nochmal umbuchen. Und die Lehrer haben eine schöne Übersicht über die ganzen Listen, also welche Schüler das sie eintragen haben bei Jana. Also die können sich dann wirklich von jedem Schüler die Statistik anschauen, wie es bei denen ausschaut. Auch die Zukunftspläne der Schüler sind oftmals schon sehr konkret. Ja, wenn ich meinen Abschluss habe, also nach der Reife- und Diplomprüfung ist halt mein Ziel, studieren zu gehen und dann eben die Jobaussichten stehen gut mit so einer Ausbildung. Ich will jetzt einmal studieren gehen, eh in Richtung Medientechnik, also Richtung Grafik, Richtung Video und das Ganze einmal ausprobieren und hoffentlich dann vielleicht bei irgendeiner Firma im Marketingbereich arbeiten. Jetzt der Diplomarbeit geht auch so in die Richtung, Imagefilm und so weiter und dann schauen einfach mal, was rauskommt, was für Jobangebote reinkommen. Ich will schauen, dass ich in der IT-Branche bleibe, also sprich, dass ich irgendwelche Softwareentwicklung reingehe oder in Form von Netzwerktechnik auch. Also das darf mich auch interessieren, also eigentlich eh das, was wir da gelernt haben. Also ich sehe das auch bei den Leuten, die was jetzt von der Schule fertig werden. Und da hat erst voriges Jahr einer in meinem Team angefangen und der, muss ich sagen, ist ziemlich gut. Also der hat einiges gelernt und ja, genau solche Leute können wir brauchen. Die HAK ist eine sehr gute Grundlage im Bereich Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, aber man lernt auch viel für sich selbst und ich glaube, wenn man den Ehrgeiz hat, dann sind das relativ gute Chancen, die man hat. Der Unterrichtsstoff hat mich in vielen Bereichen sehr gut vorbereitet, vor allem auch im Projektmanagement, in der Abwicklung verschiedener Projekte hat mich der Unterricht da sehr gut vorbereitet. Was ich den Schülern ans Herz legen würde, ist neben der fachlichen Ausbildung, die hundertprozentig gut ist, das weiß man, auch Sprachen zu lernen, weil sämtliche Betriebe international aufgestellt sind und die braucht man einfach. Diese Arbeitshaltung, die unsere Absolventinnen und Absolventen haben, wenn sie hier von der Schule kommen, die ist für die Unternehmen so wichtig, dass wir sehr viele Stellenangebote direkt an die Schule bekommen und eigentlich die Stellenangebote übersteigen die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen. Und das freut mich. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sich sehr gut überlegen muss, wenn ich heute eine weiterführende Schule wähle. Wie sind die Berufsaussichten danach? Weil es sind 3 bzw. 5 Jahre, die ich investiere. Und da soll eigentlich schon was rausschauen. Und das soll sich auch in einem dementsprechenden Einkommen einmal widerspiegeln. Und auch Freude am Beruf und Abwechslung und Kreativität. Letztendlich liegt es aber natürlich auch am Schüler selbst, etwas aus seinen Kenntnissen zu machen. Übrigens, die Ausstellung 300 Jahre Maria Theresia, Strategin, Mutter, Reformerin, findet vom 15. März bis 29. November 2017 an 4 Standorten in Wien und Niederösterreich statt. Und was wäre ein Schul ist cool ohne Zitat? Nun ja, nur ein halbes. Und daher darf ich, wie könnte es auch anders sein, mit einem Zitat von Maria Theresia unsere erste Ausgabe beschließen. Sie hat gemeint, nichts fällt schwer, wenn man wahrhaft liebt und seine Pflichten kennt. Es ist das einzige Mittel, glücklich und zufrieden zu werden. Unsere Pflicht besteht darin, Ihnen ein gutes Programm zu liefern und das tun wir mit Liebe und Leidenschaft. Wir sehen uns vielleicht bei einer der Ausstellungen oder auch hier bei uns auf M4TV. Bis bald und tschüss.